warum Schulnoten völlig überschätzt werden, warum es auf ein paar ganz andere Dinge im Leben ankommt und warum du dir, wenn du ein Schüler bist und wenn du schlechte Noten hast, gar nicht so ganz große Sorgen machen musst. Das werde ich dir gleich sagen. Mein Name ist Martin Wehrle. Du kennst mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch als Karrierebuchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt will ich dir mal sagen, warum Schulnoten gar nicht so wichtig sind. Schau zum Beispiel mal mich an. Ich hatte lange Jahre sehr schlechte Schulnoten, bis in die 8., 9. Klasse rein. In der 7. war es am schlimmsten, da musste ich sogar eine Ehrenrunde drehen. Und es gab sehr viele Lehrer, die haben mir vorausgesagt, ich würde eines Tages unter der Brücke enden. Aber es gab auch einen Lehrer und das war mein Klassenlehrer, der hieß Zurbrück. Und der hat zu mir gesagt, Martin, du bist ein toller Junge. Und es war ihm vollständig egal, ob ich gute oder schlechte Noten hatte, weil er gespürt hat, dass ich Charakter habe. Das war diesem Herrn Zurbrück wichtiger als meine Noten. Und daran muss ich oft denken. Wenn du schlechte Noten hast, sagt es überhaupt nichts aus über das, was wirklich zählt, über deinen Charakter und auch über die Bildung deines Herzens. Ich gebe dir Beispiele, vor welchen jungen Menschen ich großen Respekt habe und die ich auch einstellen würde, wenn ich das von ihnen wüsste. Nimm das Mädchen, das hört wie alle anderen über eine Klassenkollegin lästern und das dann ganz gezielt sagt, ich mag sie aber. Das nur sagt, ich mag sie aber, damit die anderen aufhören zu lästern. Vor dir, liebes Mädchen, wenn du das tust, vor dir ziehe ich meinen Hut, vor dir habe ich Respekt. Viel mehr Respekt, als wenn du einen Notendurchschnitt von 1 hättest. Da ist mir deine Note sehr egal. Oder vor dir, wenn du ein Junge bist und du darfst im Sportunterricht wählen. Du wählst ein Team für Fußball, für Volleyball und du wählst an erster oder zweiter Stelle einen anderen Jungen, der gar nicht sportlich ist. Du wählst ihn nur deshalb, weil du weißt, das wird seinem Selbstbewusstsein gut tun. Er wird sonst immer an letzter oder vorletzter Stelle gewählt. Wenn du das tust, dann bist du für mich ein ganz toller, ein ganz gebildeter, ein ganz großer Junge. Völlig egal, ob du Notendurchschnitt von 1 oder 6 hast. Und wenn sie etwas älter sind und wenn sie in einer Firma arbeiten und wenn sie sehen, dass alle sich beim Mobbing auf einen stürzen und sie gehen dazwischen und sie stellen sich auf die Seite des Gemobbten, dann sind sie für mich der tollste Mitarbeiter, ganz egal, welche Studien- oder Ausbildungszeugnisse sie vorlegen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, die Bildung des Herzens, die wird heute total unterschätzt. Wir starren nur noch auf die Noten, wir starren nur noch auf den PISA-Test, wir fragen nur noch Wissen ab. Aber das, was wirklich zählt, auch in der Berufswelt zählt, das ist Charakter, das ist Einmaligkeit. Und das sind Menschen wie mein alter Klassenlehrer, die zu einem Jungen, die zu einem Mädchen sagen, du bist eine Persönlichkeit, unabhängig von deinen Noten. Und was wirklich wichtig ist, das sind natürlich nicht die Noten, aber das ist, dass du eine gewisse Bildung hast. Du musst wissen, wenn dir Leute erzählen, dass andere schlecht sind wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer Religion, du musst wissen, was in der deutschen Geschichte schon mal los war, um dich gegen solche Rattenfänger zu wehren. Du musst wissen, wenn dir jemand eine Lebensversicherung verkaufen will und dir Riesenrenditen verspricht, wie man das mathematisch nachrechnet, um zu wissen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und du musst auch in der Lage sein, wenn du irgendeine schöne Reise machen willst, dass du so gut eine Fremdsprache kannst, um dich zu verständigen. Das ist wirklich wichtig und das alles hat mit Noten nichts zu tun. Und wenn du wirklich anfängst, dich für Bildung zu interessieren, wenn du dich für dich selber bilden möchtest, dann wirst du automatisch lernen, dann wirst du vielleicht auch bessere Noten kriegen, vielleicht auch nicht. Aber was wirklich zählt, das ist der Charakter, das ist das Herz. Und ich wünsche dir, dass du einen guten Charakter und ein gutes Herz hast. Das ist mir 100-mal wichtiger als Noten. Und ich wünsche, dass es auch in der Wirtschaft sich durchsetzt, Menschen nicht nur nach Noten, sondern nach Charakter zu beurteilen. Dein Martin Wehrle.